Fünf Kralle. Diese bringt Neuigkeiten. Ah, fünf Kralle. Ihr seid listenreich, ja? Wie eine Maus, die sich im hohen Gras versteckt. Doch Lyrsa, sie hat euch gefunden. Das tut sie immer. Diese überbringt euch eine Nachricht von der Königin. Nennt mir die Botschaft, die ihr für mich habt, Lyrsa, sie. Die Botschaft ist kurz und prägnant. Königin Camira wünscht eure Anwesenheit im Palast von Krempen. Und zwar unverzüglich. Natürlich kann Lyrsa sie das noch ausführen, wenn ihr denn interessiert seid. Ja, natürlich bin ich das. Ihr kennt mich doch. Ich bin an allem interessiert, was ihr mir erzählen könnt. Lyrsa sie hört so einiges. Sie betrachtet es als ihre Pflicht gegenüber dem Thron. Man spricht davon, dass sich die Monde ausrichten, auch wenn der Zeitpunkt nicht der richtige ist. Und Soldaten wurden zu den Ruinen des Mondtors von Anekina entsandt. Die Königin wird euch mehr dazu sagen. Ich verstehe. Na dann gehe ich zum Palast von Krempen und treffe mich dort mit Camira. Ich danke euch für die Überbringung der Botschaft. Diese hat auch gehört, dass die Drachen sich am Mondtor sammeln. Die schlimmen Zeiten werden nur noch finsterer, fürchtet Lyrsa sie. Wisst ihr, einige glauben, dass eine Mondfinsternis eintritt, wenn ein Drache die Monde frisst. Wenn das hier der Fall ist, erstickt er hoffentlich daran. Oh, ich bin mir sicher, wir werden sie besiegen. Was anderes? Habt ihr von Abnur Tarn oder Samarak etwas gehört? Sind sie aus dem Schattentanzruinen zurückgekehrt? Wisst ihr was davon? Natürlich behält Lyrsa sie ihren Honigpudding und den großen Adepten im Auge. Sie sind mit geflüsterten Worten darüber zurückgekehrt, dass sie einem Drachen entgangen sind. Dann erstatteten sie Königin Camira Bericht. Danach verließen sie den Palast und gingen getrennter Wege. Ihr nennt Abnur Tarn Honigpudding? Wisst ihr denn, wo sie jetzt sind? Immer noch in Krempen, soweit Lyrsa sie weiß. Doch dann wurde ihr aufgetragen, euch zu finden und die Nachricht der Königin zu überbringen. Und das erinnert diese genau daran, ihr solltet jetzt Königin Camira aufsuchen. Sie hasst es, wenn man sie warten lässt. Oh ja, das stimmt. Fünf Kralle, ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir mögen den Verräter aufgehalten haben, aber nicht, bevor er die Monde in Bewegung setzte und die Mondfinsternis in Gang brachte. Bald werden sich die Mondtore von Anekina öffnen und Zugang zu Jodes Kern gewähren. Genau wie die Drachen es sich wünschen. Wisst ihr denn, wie viel Zeit uns noch bleibt? Etwas, aber nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Zum Glück haben wir mit der Verbindung zum Mondtor gerechnet. Gareshri ist vorausgezogen, um die von uns dorthin geschickten Truppen zu befehligen. Ich wünschte, wir hätten mehr davon. Wir könnten noch einen Notfallplan gebrauchen, ja? Ja, aber was ist mit dem Drachenhorn? Das Horn könnte doch unser Notfallplan sein, ja? Das Kampfdrachenhorn ist aufgeladen, aber sein eigentlicher Zweck bleibt unklar. Ich will seine Energie nicht mit Experimenten vergeuden. Wir werden es uns aufsparen, bis es gar nicht mehr anders geht. Wir sollten uns nun auf den Weg zum Mondtor machen, sagt unseren Gefährten, dass es Zeit wird. Gut, ich sage allen Bescheid. Ich versammle unsere Verbündeten. Unsere Gefährten haben den Palast verlassen, um Krempen zu durchstreifen und näher zu überdenken, was nun zu tun ist. Sucht nach Abnur Tarn, Samarak und Präfekt Kalo. Auch nach Katwell, falls er noch hier ist. Ich hätte gern, dass sie am Mondtor zu uns stoßen, doch ich habe Verständnis, wenn sie das nicht wollen. Gut, wisst ihr denn, wo das Mondtor von Anekina steht? Das uralte Bauwerk erhebt sich weit im Südwesten aus dem Dschungel. Allein der Gedanke, dass ein Ort, der vor allem als Pilgerstätte und historische Kuriosität bekannt ist,
der Schauplatz der wichtigsten Schlacht in Elsweyers Geschichte sein könnte. Ja, ich finde, Elsweyer hat eine sehr interessante Geschichte. Erzählt mir etwas mehr über das Mondtor. Die Mondtore gehören zu den ältesten Ruinen in Elsweyer. Von den wenigen Städten, die wir kennen, sind die in Anekina am besten erhalten. Für die Mondpriester sind sie heilig. Der Riddel Tar verknüpft es mit den Mondbanden. Für uns andere ist es nur ein Haufen alter Felsen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich etwas über Riddel Tar gelesen habe. Was ist denn euch eigentlich im Schattentanztempel widerfahren? Ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe. Ich wurde eins mit dem Tempel. Mit all seinen Erinnerungen und all seinen vergangenen Erfahrungen. Ich wurde mit meiner Blutlinie verbunden, mit der ersten Anekina. Ich wurde eingestimmt. Eingestimmt? Was soll eingestimmt heißen? Ich durchlief den Vorgang der Einstimmung genau wie Anekina und die Mondpriester des Tempels. Genau wie Cadwell. Ich weiß, wie man die Monde bewegt, wenn wir eine funktionierende Mondbandeapparatur finden. Ah, und am Mondtor befindet sich bestimmt eins. Könnt ihr jetzt auch Portale wie Cadwell öffnen, nachdem ihr so eingestimmt wurdet? Einige der Geschichten über Anekina erwähnen, dass sie sich von einem Ort zum anderen teleportieren konnte. Ich sehe etwas über Portale. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Wenn ich 1000 Jahre zum Üben habe, werde ich vielleicht auch so geschickt wie Cadwell sein, ja? Wenn uns noch so viel Zeit bliebe, bestimmt. Ruhige Augenblicke zum Meditieren waren spärlich gesät, seit Samarak nach Elsweyr zurückgekehrt ist. Dieser braucht Zeit allein, insbesondere nachdem er Taran mit dem Drachen an den Schattentanzruinen geholfen hat. Doch ihr seht aus, als hättet ihr wichtige Neuigkeiten, Freund. Ja, die habe ich. Kamira wünscht, dass wir uns alle am Mondtor von Anekina versammeln. Samarak vermutete schon, dass es unser nächstes Ziel sein würde. Diesem ist aufgefallen, dass die Monde am Himmel sich verschoben haben und sich in einem ungewöhnlichen Muster bewegen. Das Werk des Verräters, ja? Wenigstens seid ihr und Königin Kamira aus den Ruinen zurückgekehrt. Ja, es ist das Werk des Verräters. Der Verräter führte die Monde zur Mondfinsternis zusammen. Aber wir haben ihn getötet. Und Kamira ist jetzt auf die Mondbande angestimmt. Dann haben wir noch eine Chance. Samarak hat seine Ehre Königin Kamira geschworen. Diesen Eid wird er nicht brechen. Dieser hat wieder einen Lebenszweck und wird diese Sache zu Ende bringen, ganz gleich, was es kostet. Samarak wird euch am Mondtor treffen, Freund. Wisst ihr, ich bin froh darüber, dass ihr uns beisteht. Also gut, wir sehen uns dann am Mondtor, Samarak. Königin Kamira hat sich auf die Mondbande eingestimmt. Samarak hätte nie gedacht, ein solches Wunder noch zu seinen Lebzeiten sehen zu dürfen. Dieser betet, dass es ausreichen wird, wenn wir uns den Drachen entgegenstellen. Na, da seht ihr mal, was uns das Leben nicht alles bietet. Wunder und so. Apropos, da wir gerade von Drachen sprechen. Was ist denn geschehen, nachdem Kamira und ich den Tempel betreten hatten? Ungefähr das, was man erwarten würde. Taran setzte auffällige Zauber ein, um die Drachen zu verwirren, bis sie schließlich aufgaben und davonflogen. Dann begegneten wir einem euraxischen Trupp, der von einem Nekromanten angeführt wurde. Die hat Samarak alle erledigt. Es war das Mindeste, was dieser tun konnte. Vielen Dank, Samarak. Hallo, seid ihr auch gekommen, um eine Reinigung vor der Schlacht vorzunehmen? Ich finde es umsichtig, mich vor dem Beginn des Gemetzels makellos zu machen. Meiner Erfahrung nach kleben Blut und Gekröse an einem gut gewaschenen Körper anschließend viel besser.
Das heißt, ihr möchtet, dass es an euch haften bleibt? Jedenfalls Kamira wünscht, dass wir uns alle am Mondtor von Anakina versammeln, Cadwell. Das Mondtor? Ich hatte gehofft, mich von den Erinnerungen an den Verräter reinzuwaschen. Aber so mancher Gestank lässt sich mit Seife und Wasser nicht entfernen. Es tut mir leid, dass ich die Monde dazu gebracht habe, sich zu bewegen, mein Freund. Verzeiht, dass ich den Drachen half. Na ja, wenn es nur mit Waschen so einfach wäre, seine Vergangenheit auszulöschen. Aber, Cadwell, das war doch der Verräter, nicht ihr. Doch bevor ich zu jenem galanten und hageren Seelenberaubten wurde, den ihr heute vor euch seht, war ich der Verräter. Ich habe ursprünglich all die Taten begangen, die uns zu diesem Punkt führten. Ich schäme mich schon sehr. Vermaledeit. Vermaledeit. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Dann helft uns, das wieder in Ordnung zu bringen, Cadwell. Helft uns, die Drachen daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Wir brauchen euch. Ja, natürlich. Das war die ganze Zeit über mein Plan. Die vergangenen Gräueltaten auszugleichen, indem ich dem netten Katzenvolk helfe, die bösen Drachen zu besiegen. Genau wie der Held, der ich war, bevor ich zum Verräter wurde. Also gehen wir's an. Ich mache mich zum Mondtor auf und treffe euch dort. Gut, einverstanden. Dann sehen wir uns am Mondtor. So schön diese Anlage auch sein mag, mir fehlen die brodelnden Plasmatümpel von Kalthafen. Heiß genug, um einem die Haut direkt vom Leib zu schmelzen. Was für eine belebende Empfindung. Wird denn dieses Wasser nicht eure Rüstung rosten lassen, Cadwell? Und worauf wollt ihr damit hinaus? Keine Ahnung. Früher erfrischte mich Wein nach langen Phasen der Anstrengung und des Zauberwirkens. Doch jetzt? Ich kann das Zeug kaum noch schmecken. Was gut ist, denn der kajitische Wein ist klebrig süß, als ob man kandierte, in Mondzucker gekochte Pflaumen trinken müsste. Ich vermute, ihr habt Neuigkeiten? Aber Abnur-Tarn, wie jeder andere, solltet ihr doch wissen, dass Kajit es süß mögen. Ich bin gekommen, weil Kamira wünscht, dass wir uns alle am Mondtor von Anakina versammeln. Das Mondtor? Ein edler, aber sinnloser Vorschlag, fürchte ich. Die Kajit sollten ihre Sachen packen und flüchten, solange sie es noch können. Sollen sich die Armeen der Allianz darum kümmern? Sollen sie merken, dass manche Kämpfe wichtiger sind als der um die Entscheidung, wessen Hintern am besten auf den Rubinthron passt? Ihr wollt, dass die Armeen der Allianz sich darum kümmern sollen? Aber ihr wisst doch, schlagt ihr da etwa vor, dass wir aufgeben sollen, Abnur-Tarn? Nein, nein. Ich gehe nur andere Möglichkeiten durch. Zu viel von dem, dem wir uns stellen müssen, ergab sich durch meine Taten oder die meiner Familie. Drachen, euraxische Soldaten, Nekromanten. Die Verantwortung liegt bei mir und das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Das sehe ich auch so, Abnur. Zumindest das seid ihr allzwei ja schuldig. Bedeutet das, ihr seid also weiterhin dabei? Können wir auf euch zählen? Hättet ihr ansonsten eine Chance? Ohne meine arkanen und strategischen Einblicke ist jeder Versuch eurerseits zum Scheitern verdammt. Das soll nicht auf meinem Gewissen lasten. Jetzt erlaubt mir, dieses schrecklich süße Rauschmittel zu mir zu nehmen. Noch ein letzter Genuss vor dem Ende. Genießt ihn, ihr habt meinen Segen. Wir treffen uns am Mondtor. Übrigens glaube ich, dass ich nun den Zweck des Drachenhorns verstanden habe. Nach einiger Überlegung sind mir Sinn und Funktion des uralten Instruments klar geworden. Die Drachengarde war schlau. Das gestehe ich gerne ein. Das Horn? Ihr wisst, wie man das Drachenhorn einsetzt? Theoretisches Wissen ist nicht das gleiche wie praktische Erfahrung. Aber ich glaube, ich verstehe die Grundlagen, wie man es einsetzt. Die Drachengarde hat ein Horn vorbereitet, das von einem gewaltigen Drachen stammt und mit arkanen Runen verziert wurde, sodass es eine erstaunliche Macht birgt. Woher wollt ihr das wissen? Ich ahnte aber schon, dass das Horn eine Art Waffe sein könnte.
Denn warum sonst sollte es im Besitz eines Drachengardisten sein? Und ihr meint, das Drachenhorn ist wirklich das Horn eines mächtigeren Drachen? Oh ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe historische Verweise darauf gefunden, dass die Drachengarde solche Relikte bestimmten Orten schenkte. Zu ihrem Schutz, wisst ihr? Das, was ihr gefunden habt, befand sich ursprünglich in Krempen, bevor es ins Refugium verlegt wurde. Wie setzen wir also das Horn ein? Wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um das große Relikt zu bewegen. Aber das kleine Horn, das ihr mitgebracht habt, man nennt es übrigens ein Kampfhorn, wurde entworfen, um in die Schlacht getragen zu werden. Sobald man es aufgeladen hat, schwächt sein Klang Drachen. Ah, so ist das. Chimera hat das Horn im Schattentanztempel aufgeladen. Dann wäre ein Problem gelöst. Der nächste Schritt ist sein schieres Alter. Dieses Kampfhorn ist äußerst zerbrechlich. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir es erklingen lassen können, bevor es zu Staub zerfällt. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass wir es uns aufsparen, bis wir es wirklich brauchen. Sicher doch. Die ruhigen Momente zwischen den Schlachten. Ich würde gerne mehr Zeit mit Lesen verbringen. Geschichte, Militärstrategie, Kochbücher. Meine geheime Leidenschaft sind aber gute Kriminalgeschichten. Und Ermittlerin Vala ist über alle Maßen spannend. Unter anderem Kochbücher auch? Ah ja, Ermittlerin Vala, die habe ich auch gelesen. Jedenfalls bin ich gekommen, weil Chimera wünscht, dass wir uns alle am Montag von Anakina versammeln. Ich warte auf meinen Abmarschbefehl. Ich habe die meisten Cygnus-Freischärler mit Gareshri vorgeschickt. Aber ein kleines Kontingent ist für den Fall hier geblieben, dass unsere erste Einschätzung falsch war. Ich vermute, die Ereignisse in den Ruinen haben unsere Theorie bestätigt. In der Tat, das haben sie schon wieder. Ich konnte den Verräter töten, aber vorher konnte er die Monde in Bewegung setzen, um das Mondtor zu öffnen. Verstanden. Wir müssen das Mondtor verteidigen und die Drachen davon abhalten, es zu nutzen, sobald es offen ist, um sie daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Nun, wenigstens haben wir jetzt einen klaren Auftrag. Ich hoffe nur, dass die Khajiit ihre Abneigung gegenüber der Arbeit mit meinen Truppen überwinden. Wenn ihr euch beweist, das werden sie. Gab es denn viele Widrigkeiten bei der Zusammenführung eurer Streitmacht mit der Khajiit? Königin Euraxias Tyrannei hat die Khajiit misstrauisch gemacht. Das will ich ihnen nicht vorwerfen. Ich will ihnen nur zeigen, dass nicht alle kaiserlichen Tyrannen sind. Dass sie zumindest einigen wenigen von uns trauen können. Das wird schon noch kommen, solange wir uns nicht gegeneinander wenden. Richtig. Also, wir sehen uns dann am Mondtor. Es scheinen alle da zu sein. Meldet euch bei Präfekt Carlo, Fünf Kralle, während ich mit der Königin spreche. Die Mondfinsternis ist da, aber wo sind die Drachen? Die Monde kommen zusammen und der Himmel verfinstert sich. Unheilverheißend, nicht wahr? Und sonderbar schön. Doch wo sind die Drachen und die restlichen Truppen von Euraxia? Ich hätte gedacht, sie hätten den Vormarsch auf das Mondtor schon begonnen. Wie ist eure Einschätzung? Meint ihr, wir sind hierfür bereit? So bereit, wie man nur sein kann. Die khajiitische Miliz und die Cygnus-Freischärler haben Verteidigungsstellungen entlang des Pfads hoch zum Mondtor bezogen. Und alle Belagerungswaffen, die wir in die Hände bekommen konnten, werden versuchen, die Drachen abzuwehren. Und ihr glaubt auch, dass wir den Ansturm aufhalten können? Auf keinen Fall.
Wir hoffen nur, ihn so weit zu verlangsamen, dass Tarn und Kamira die nötige Zeit haben, um zu verhindern, dass sich das Mondtor öffnet. Oder dass sie einen Weg finden, es wieder zu schließen, wenn alles andere fehlschlägt. Wenn die Drachenjodes Kern nicht erreichen, gewinnen wir. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Ihr hört etwas? Drachen! Schließt euch Königin Kamira an! Ich übernehme hier unten! Samara kommt mit euch. Löscht diese Feuer und macht die Ballisten bereit. Bewegung, Soldaten! Zeit für waghalsigen Übermut und Verwegenheit. Euraxische Soldaten? Die Mauern wurden durchbrochen. Tötet die Katzen und die Verräter! Was? Überraschung! Der Weg voran ist frei. Wir müssen Königin Kamira erreichen. Gareshri! Nein! Bleibt bei diesem, alter Meister. Gareshri atmet noch, aber seine Verletzungen sind schwer. Er braucht einen Heiler. Samarak weiß, was er jetzt tun muss. Was meint ihr damit, Samarak? Da Gareshri verwundet ist, muss jemand das Kommando bei dieser Stellung übernehmen. Jemand muss dafür sorgen, dass die euraxischen Soldaten und die Drachen auf genügend Widerstand treffen, um verlangsamt zu werden. Diese Aufgabe fällt Samarak zu. Ihr übernehmt das Kommando? Seid ihr euch da sicher? Ja, Freund. Das ist Samaraks Gelegenheit, die Fehler der Vergangenheit endlich wieder gut zu machen. Halt! Was ist das? Das Drachenhorn! Dieser weiß nicht, warum Gareshri es bei sich führte, aber ihr müsst es nehmen und das Mondtor erreichen. Königin Kamira braucht euch. Wir haben es ihm gegeben, um es aufzubewahren. Gut, ich nehme es an mir. Ich bewache das Drachenhorn und schließe mich Kamira an. Viel Glück, Samarak. Geht jetzt, 5 Kralle. Was zum Vergessen? Diese Halunken übernehme ich, alte Forelle. Gehen wir zur Abnur, bevor die Monde ganz ausgerichtet sind. Wie die Monde sich auf das uralte Tor ausrichten? Mondbande öffnen einen Pfad zu Jodes Kern. Doch wie seid ihr an das Drachenhorn gekommen? Wo ist Gareshri? Und warum sind die Kampfgeräusche so nahe? Haben die euraxischen Truppen unsere Verteidigung überrannt? Ja, das haben sie. Gareshri wurde dabei verwundet. Ich habe das Drachenhorn an mich genommen. Und die Drachen haben die Mauern durchbrochen. Was es den euraxischen Truppen gestattete, in Massen hereinzuströmen. Gareshri wurde verwundet? Und die euraxischen Truppen sind hinter unserer Verteidigungslinie? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nun, wir haben immer noch das Drachenhorn.
Zumindest so lange, bis ihm die Energie ausgeht. Oder das zerbrechliche Relikt einfach auseinanderfällt. Ich wünschte nur, die Monde würden sich für mich bewegen. Was sagt ihr da? Aber Chimera, ich dachte, die Einstimmung hätte euch die Macht verliehen, die Monde zu bewegen. Die Macht, ja. Aber nicht das Wissen oder die Erfahrung. Ich werde weiter versuchen, die Monde zu bewegen und das Tor zu schließen. Aber ihr werdet die Araxischen Truppen daran hindern müssen, diese Stellung einzunehmen. Ich zähle auf euch, fünf Kralle. Ich werde das Mondtor bewachen, Chimera. Drachenhorn, unsere einzige Chance. Nein, fünf Kralle, noch nicht! Durch das Portal, ihr beiden, und nehmt das Drachenhorn mit! Chimera, wartet! Wir stehen auf der heiligen Ebene von Jode. Die Drachen sind hier bereits durchgekommen. Sie wollen in Jodes Kern eindringen. Wo bin ich hier? Laut den Erinnerungen, die ich im Schattentanztempel absorbiert habe, kamen eine Kina und die Mondpriester hierher, um die Monde zu ehren und sie nach ihrer heiligen Vereinigung wieder auf ihren jeweiligen Weg zu schicken. Hier war es auch, wo sie Kunsari half, die Macht der Drachen zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, warum sollten die Drachen einwilligen, einen Teil ihrer Macht aufzugeben? Hier, auf der Ebene von Jode, werden die Erinnerungen mit jedem Augenblick klarer. Kunsari konnte Karl Grontits eigene Gier gegen ihn wenden. Der Drache wollte von Anfang an die Macht von Jodes Kern, aber Kunsari hat ihm sogar noch mehr geboten. Was hat Kunsari Karl Grontit angeboten? Noch mehr Macht? Er bot ihm einen Weg,
um die natürliche Macht von Judis Kern mit der mystischen Macht seiner treuen Drachen zu verbinden. Khalgron Tiets Gier war sein Untergang. Nun hat er endlich die Gelegenheit, all die gespeicherte Energie an sich zu reißen. Wir müssen ihn aufhalten! Worauf warten wir? Dann lasst uns hinuntergehen. Das Ungeziefer belästigt uns noch immer. Verschlingt sie! Wie ihr wünscht, mein Bruder. Die Mondpriester verehren jetzt neue Götter, ihr unbedeutenden Häppchen. Khalgron Tiet absorbiert Jodes Kern. Solange die Monde ausgerichtet bleiben, fließt unvorstellbare Macht durch ihn. Bringt mich auf diese Plattform, Tarn. Ich kann die Monde mit den Altären trennen. Ihr müsst euch um Mulamnir kümmern, Fünfkralle. Ich leite alle verfügbaren Energien in das Drachenhorn, aber setzt es vorsichtig ein. Ihr wagt es euch, mir zu stellen, Häppchen? Amüsiert mich, kleines Insekt. Gebt euch unter meinen Schild, oder der Schrei des Drachen wird euch töten! Sos, Yid, Vim! Das Drachenhorn ist aufgeladen! Setzt es ein! Das Ungeziefer hat mich zornig gemacht. Thank you.
ein Ende, mein Bruder. Oder ich mache euch ein. Ich werde diese Würmer zermalmen, mein Bruder. Ihr habt mein Wort. Mut und Schaff. Eine schützende Aura! Sofort! Sos! Id! Vin! Fünfkralle! Benutzt das Drachenhorn! Insekt, stirbt! Sos hat's Leben! Algrontid steht mir bei. Die Macht, sie erfüllt mich. Mut und Schaff. Ihr macht sich bereit für den Angriff. Lasst euch von meiner Magie schützen. Sos, Id, Vin. Das Drachenhorn! Es wird euch gegen Mulamir helfen. Darf es nicht enden! So hat's Leben. Ihr habt Mulamir getötet. Gut. Akatosh, ebenbürtig sein! Die Monde! Ich muss das Ritual vollenden. Jone und Jode, hört mich an! Die Macht! Sie gehört mir allein! Trennt euch und setzt euren ewigen Tanz fort! Jetzt, Fünfkralle, lasst das Horn erklingen! Nein!
entschlossen. Wir sind gefangen, ja. Aber Mulamnir ist tot und Karl Grontid besiegt. Oh, hallo. Man findet alles immer erst am letzten Ort, an dem man sucht. Karl Grontid, ich frage mich. Ich freue mich sogar, euch zu sehen, Cadwell. Kommt, Camira. Euer Volk erwartet seine Königin. Hab Dank, meine Freunde, für alles. Königin Camira, seid ihr verletzt? Es geht mir gut. Etwas müde. Doch seht, die Monde sind nicht mehr auf einer Linie. Erzählt mir von den Drachen. Euraxias Truppen. Wie steht es um unsere Streitkräfte? Die Späher sagen, dass Euraxias Truppen und die Drachen flohen, als sich die Monde getrennt haben. Unsere Truppen sind nicht zurückgekehrt, aber die Mähne hat eine Botin geschickt. Eine Gesandte der Mähne? Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Wir haben es geschafft, Fünfkralle! Wir haben die Monde wieder in Bewegung gesetzt und sowohl Mulamnir als auch Karl Grontid besiegt. Ich wollte euch für alles danken. Elsweyr ist euretwegen heute sicherer. Ja, hurra, wir haben es geschafft. Und ihr braucht mir nicht zu danken, Camira. Wie habt ihr letztlich herausgefunden, wie man die Monde bewegt, Camira? Meine bloße Anwesenheit auf der Ebene von Jode hat jene Erinnerungen aufklären lassen, die ich im Schattentanztempel ererbt hatte. Ich sah das Ritual vor meinem geistigen Auge und handelte entsprechend. Ach, zu schade, dass das Drachenhorn es nicht überstanden hat. Wenigstens hielt es lang genug, um Karl Grontid zu verbannen. Ja, das Drachenhorn war eine wirklich große Hilfe. Wie sind wir uns jetzt wirklich sicher, dass wir Karl Grontid besiegt haben? Ich weiß nicht, er schien zum Ende wirklich außerordentlich mächtig zu sein. Er wurde mit jeder Zufuhr von Macht, die er absorbierte, größer. Doch das Horn riss ihn aus Jodes Kern heraus, was es mir erlaubte, das Ritual und die Mondfinsternis zu beenden. Und im Anschluss? Nun, das ist eine Sorge für einen anderen Tag, ja. Ja, aber könnt ihr mir sagen, warum die Mähne eine Gesandte zu euch geschickt hat? Ich kann ohne Segen der Mähne nicht zur Königin ernannt werden. Lass dies aber meine Sorge sein. Fürs Erste solltet ihr euch ausruhen. Wir müssen unsere Gefallenen ehren und mehr über das Schicksal unserer Truppen am Mondtor erfahren. Und danach feiern wir einen neuen Morgen für Elsweyr. Wir haben viel erreicht, mein Freund.